Herzlich willkommen zum NGDesk Screencast Nutzung von Filtern. In diesem kurzen Screencast möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Filter dazu verwenden können, Datensätze mit einem bestimmten Eigenschaftsprofil zu isolieren. Um die Filterfunktionalität nutzen zu können, wählen Sie in der Datenbank denjenigen Ordner aus, dessen Daten Sie filtern möchten und klicken auf dieses Symbol, um die tabellarische Ansicht der Daten zu erhalten. Filter fügen Sie nun durch einen Klick auf das Wort Filter hier oben hinzu. Ich möchte in dem Fall einen Unfilter hinzufügen, der zunächst mal nach der Art der Faser selektiert. Ich möchte hier also alle Hochmodulfasern zunächst einmal auswählen. Das heißt, ich wähle hier die Art aus. Is equal to HM steht in diesem Fall für Hochmodul und bekomme eben hier eine reduzierte Liste dieser Fasern angezeigt. Ich kann nun weitere Filter hinzufügen, wieder durch Anklicken dieses Plus-Symbols, indem ich zum Beispiel nach der Bruchdehnung selektiere. Ich wähle also hier die Bruchdehnung aus, sage, ich möchte alle Fasern haben, die eine Bruchdehnung größer als 1% haben. Diese Fasern kann ich nun wieder auswählen und über dieses Diagrammsymbol vergleichen. In diesem Fall möchte ich ein Balkendiagramm haben, in dem die Zugfestigkeit der Fasern gegenübergestellt ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.